Ein Freund hat mich gebeten, sein Balkonkraftwerk an der Rückwand vom Balkon zu montieren. Und es gibt zwar fertige Halter für sowas, aber das wäre ja langweilig. Wie ich das gelöst habe und was ich beim nächsten Mal anders machen würde, das erzähle ich euch in diesem Video. Viel Spaß! Normalerweise kommen die Balkonkraftwerke ja außen ans Balkongeländer. Das kam hier aber aus diversen Gründen nicht in Frage. Stattdessen soll das Panel an die Hauswand. Natürlich kann man für sowas fertige Halter kaufen, aber die ich gefunden habe, waren entweder relativ teuer oder haben von den Maßen nicht so richtig gepasst. Also habe ich Halter selber gebaut. Das hat auch funktioniert, das Panel hängt jetzt, aber es gibt ein paar Punkte, die ich so nicht nochmal machen würde. Und die sind ja vielleicht interessant für euch, falls ihr auch ein Balkonkraftwerk montieren wollt. Ich hatte noch relativ viele Stahlreste übrig und die wollte ich für dieses Projekt gerne aufbrauchen. Wenn ich den Stahl neu gekauft hätte, wären das ungefähr 10 Euro gewesen. Ich habe ein T-Profil und ein Flachprofil genommen. Die genauen Maße findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, ob andere Solarpaneele dieselben Befestigungspunkte haben. Bei dem hier ist eine Querstrebe dran. Daran werde ich es einfach aufhängen und unten ist ein Loch im Rahmen. Da werde ich einen Abstandshalter anschrauben, der das Panel in den richtigen Winkel kippt. Erstmal habe ich alle Teile zugesägt und entgratet und blank geschliffen, damit man überhaupt sinnvoll schweißen kann. Vor dem Schweißen habe ich dann noch die Löcher zum Verschrauben an der Wand und am Panel gebohrt, weil man da nach dem Schweißen nicht mehr gut rankommen würde. Dann habe ich die Halter nach meinem Plan zusammengeschweißt. Bei den oberen Haltern nehme ich das T-Profil richtig rum und stelle zwei so kleine Nasen drauf, zwischen die Querstrebe dann einfach eingehängt wird. Bei den unteren Haltern habe ich das T-Profil kopfüber genommen. Ich weiß auch nicht warum, wäre eigentlich auch andersrum gegangen. Die Halter habe ich zum Schluss noch schwarz überlackiert, aber das würde ich so nicht nochmal machen. Entweder würde ich sie dick mit Hammerschlaglack lackieren oder ich würde sie direkt zum Feuer verzinken geben. Das ist für den Außenbereich nach Aluminium vermutlich das Beste. Das kam hier aus Zeitgründen aber nicht in Frage. Wenn ihr sowas schon mal gemacht habt, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was das gekostet hat. Dann ging es auch schon an die Montage. Ich habe mir die Mitte markiert und von da aus erstmal die beiden oberen Halter montiert. Dann habe ich das Panel eingehängt und dann die unteren Halter an die Löcher im Panelrahmen gehalten und an der Wand markiert, wo die Halter montiert werden müssen. Ja, und dann war das Ganze im Grunde auch schon erledigt. Panel einhängen und mit dem Halter verschrauben und zack, da hängt das Panel. Ich werde auf jeden Fall im Sommer nochmal schauen, ob das mit dem Dachüberstand so passt, weil Solarpaneele ja möglichst nicht teilverschattet sein sollen. Vielleicht lasse ich die Halter dann auch noch verzinken oder ich baue sie gleich nochmal neu, weil dieses kleine Plättchen, was ich im Winkel des Solarpanels angekippt habe, das passt vom Winkel leider nicht so richtig gut. Wenn ich nochmal Halter bauen würde, dann würde ich dieses Teil, an dem das Solarpanel montiert wird, auf jeden Fall beweglich mit dem restlichen Halter verschrauben, sodass man das dann vor Ort bei der Montage im richtigen Winkel einstellen kann. Ich habe das Ganze als Pläne gezeichnet. Ihr könnt euch das kostenlos in der Videobeschreibung runterladen. Vielleicht klappt das Ganze ja auch mit eurem Panel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und viel Sonne. Macht's gut. Ciao.